Buonasera. Guten Abend. Sono contento di essere qui. Ich freue mich, da zu sein. Mi chiamo Christopher. Ich heiße Christopher. E sono tedesco. Und ich bin deutsch. Non parlo italiano. Ich spreche kein Italienisch. Ma Laura. Aber Laura. Mia traduttrice. Meine Übersetzerin. Parlano italiano. Sie spricht Italienisch. E tedesco. Und deutsch. Deswegen wird sie jetzt Italienisch reden. Per questo adesso parlerà lei italiano. Für den Rest des Abends und ich werde mich mit dem Deutschen begnügen. Per il resto della serata, mentre lui si occuperà della parte tedesca. Italienisch ist eine wunderbare Sprache. L'italiano è una bellissima lingua. Ich glaube, es ist die schönste Sprache auf der Erde. Lui pensa che sia la lingua più bella che ci sia al mondo. Aber im Himmel wird man Deutsch reden. Però in cielo parleremo tedesco. Ich freue mich so sehr, hier in Italien sein zu können. Io sono contentissimo di essere qui in Italia. Es ist das zweite Mal in meinem Leben. È la seconda volta nella sua vita. Und Italien hält einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. E l'Italia ha un posto particolare nel suo cuore. Vor 9 Jahren habe ich in Italien meine jetzige Frau kennengelernt. 9 anni fa lui ha conosciuto sua moglie in Italia qui. Das war ein bisschen weiter nördlich. Era un pochino più a nord. Am Lago Maggiore. Al Lago Maggiore. Aber ich freue mich auch heute hier im Süden zu sein. Ma io sono contento anche oggi di essere qui al sud. Es ist mindestens genauso heiß, wie man mir angekündigt hat. Esattamente così caldo come mi hanno già descritto in passato. Aber am allermeisten freue ich mich, dass Sie heute alle gekommen sind. Ma soprattutto sono contento che oggi voi siete tutti qui. Wir haben heute Abend noch viel vor. Ne abbiamo tanto stasera. Deswegen wollen wir nicht weiter unsere Zeit vergeuden mit Vorreden. Per questo non vogliamo più perdere tempo. Sondern direkt in unser Thema hineinspringen. Ma andare direttamente al nostro tema. Unsere Vortragsreihe. La nostra serie di conferenze. Ist ja überschrieben das physische und das geistliche Wohlbefinden. Si chiama benessere fisico e spirituale. Und wir haben gerade etwas über das physische Wohlbefinden gehört. E noi abbiamo appena sentito qualcosa che parla proprio del benessere fisico. Und jetzt wollen wir uns über das geistliche Wohlbefinden, über unsere geistliche Harmonie im Herzen, darüber unterhalten. E ora parleremo dello spirituale, dell'armonia che noi possiamo trovare nel cuore. Denn ich glaube, jeder von uns, egal von wo wir kommen, perché io penso che ognuno di noi, da qualsiasi parte egli venga, ob aus Deutschland oder Italien oder Japan oder Südkorea, se dalla Germania, dall'Italia, dal Giappone o dalla Sudkorea, oder wo auch immer von der Welt, o da qualsiasi parte del mondo, wir alle haben dieses Bedürfnis nach innerem Frieden. Abbiamo il bisogno di una pace interiore. Nach Harmonie. Noi cerchiamo l'armonia. Nach einem reinen Gewissen. Ad una pura mente. Nach Glück. Noi cerchiamo la felicità. Aber die Frage, die wir uns heute Abend stellen wollen, ma la domanda che noi oggi ci vogliamo porre, wie können wir Glück und Frieden haben, come possiamo noi avere questa felicità e questa pace in einer Welt, in un mondo, die voller Krisen ist. Dove c'è crisi. Denn egal wo wir hinschauen in unsere Welt, perché non importa dove noi guardiamo nel mondo, in die Politik, nella politica, oder in die Wirtschaft, oppure nella scienza, in die Familien, nell'economia, nella famiglia, egal wo wir hinschauen, es scheint so, als ob es überall nur Krisen gibt. Dappertutto c'è soltanto crisi. Ich habe nur einige wenige hier rausgegriffen. Qui ho soltanto alcuni esempi. Da gibt es die politischen Krisen, die immer wieder im Krieg enden. C'è per esempio la crisi politica che sfocia nella guerra. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass das letzte Jahrhundert das Jahrhundert der meisten Kriege in allen Jahrhunderten gewesen ist. E voi sapete che forse in questi ultimi 100 anni ci sono state più guerre tutta la storia del mondo fino adesso. Und Kriege werden nicht nur immer häufiger, sie werden auch immer intensiver. E le guerre non saranno sempre più spesso presenti, ma diventeranno anche sempre più intensive, intense. Und während wir hier ganz gemütlich sitzen, mentre noi siamo qui seduti comodamente, sind tausende und abertausende Menschen direkt betroffen von Krieg. Ci sono milioni di persone che toccano e sentono la guerra direttamente. Aber vielleicht ist Krieg etwas weit weg für uns. Forse la guerra però è qualcosa che non ci riguarda da vicino. Das, was wir jetzt sehen auf der Folie, quello che noi adesso abbiamo sulla prossima immagine, ist ein bisschen näher zu uns. Ci riguarda un pochino più da vicino. Die Finanzkrise. La crisi finanziaria. Wirtschaftskrise. La crisi economica. EU-Krise. La crisi della EU, della UE. Vielleicht steht es uns schon bis hier.
Forse voi ne avete fin qua. Und wie ich verstehe, ist auch ihr Land nicht ganz unbetroffen. E da quello che io capisco, anche la nostra il nostro paese è toccato da questo. Und mehr oder weniger sind wir alle in der Europäischen Union voneinander abhängig. E tutti quanti nell'Unione Europea siamo dipendenti gli uni dagli altri. Wie soll ich ein geistliches Wohlbefinden haben? Come io mi posso sentire bene, come posso trovare questo benessere spirituale? Wenn ich meine Familie nicht mehr ernähren kann, weil mein Arbeitsplatz weg ist. Se non posso più sfamare la mia famiglia, se non ho più un lavoro. Oder mein Geld nichts mehr wert ist, weil die Inflation steigt. Oppure il mio denaro non ha più alcun valore perché c'è l'inflazione. Oder vielleicht mein Erspartes einfach weg ist wegen der Bankenkrise. O forse perché è tutto perso a causa della crisi bancaria. Wie steht es mit Naturkatastrophen? E adesso parliamo invece della crisi naturale, delle catastrofi naturali. Vor ungefähr 100 Jahren. Circa da 100 anni. Gab es statistisch ein großes Erdbeben in 10 Jahren. Ci fu un grandissimo terremoto. Heute gibt es so viele Erdbeben und Naturkatastrophen in Wochen und Monaten. Prima era ogni 10 anni, adesso c'è praticamente ogni settimana e ogni mese. Dass diese Naturkatastrophen es nicht mal mehr auf die ersten Titelseiten der Zeitung schaffen. Tanto che adesso addirittura non occupano neanche la prima pagina dei giornali perché sono quasi la normalità. Wir haben uns schon fast daran gewöhnt. Noi ci siamo quasi abituati a tutto questo. Wie sieht es aus in der religiösen Welt? Adesso parliamo del mondo religioso. Trotz aller Bemühungen der Integration, nonostante tutti gli sforzi dell'integrazione, nehmen die Aufstände und die Revolutionen und die religiös motivierten Kriege immer mehr zu. Nonostante tutte le rivoluzioni, la guerra nell'ambito religioso aumenta in continuazione. Und auch das ist etwas, was uns indirekt betrifft. Questo ci tocca direttamente. Denn viele Menschen, die aus diesen Katastrophengebieten kommen, perché molte persone che si trovano in questa catastrofe, suchen bei uns Hilfe und Asyl. Cercano da noi aiuto e asilo. Und dadurch werden viele andere Probleme wieder verursacht. E questo provoca per noi altri problemi. Aber Revolutionen und Aufstände finden nicht nur in Arabien statt. Ma queste rivoluzioni non si trovano soltanto in Arabia. Was früher kaum möglich gewesen wäre. Quello che prima forse non era neanche possibile immaginare. Auch unsere Jugendlichen in der westlichen Welt. Anche i giovani nel mondo occidentale. Zum Beispiel im hochzivilisierten England. Per esempio in Inghilterra. Sind völlig außer Rand und Band. Sono completamente distrutti. Ich hatte das Vorrecht, vor einigen Monaten in England zu sein. Ho avuto il privilegio di andare in Inghilterra un paio di mesi fa. Und Geschichten von einer Mutter zu hören. Ed è sentire la storia di una donna, di una madre. Deren Sohn ins Gefängnis gesteckt worden ist. Del cui figlio è adesso in prigione. Weil er an diesen Aufständen teilgenommen hat, weil er so verzweifelt war über seine berufliche Lage. Perché ha preso parte a questa rivolta perché era stanco della situazione lavorativa che lo circondava, di cui era vittima. Und weil er so unzufrieden war mit der Gesellschaft, in der er leben muss. E perché lui era così era così scontento di quello che stava vivendo. Ob wir es realisieren oder nicht. Se noi questo lo capiamo oppure no. Ob wir nach Griechenland schauen oder nach Spanien. Se noi guardiamo in Grecia oppure in Spagna. In die verschiedenen Länder der Welt. In tutte i paesi del mondo. Unsere jungen Leute sind immer hoffnungsloser. I nostri giovani sono sempre senza speranza. Ihnen fehlt die Perspektive. A loro manca la prospettiva. Und wie soll man Wohlbefinden in seinem Herzen haben? E come possiamo noi sentirci bene nel cuore? Wenn die Zukunft düster aussieht. Se il futuro è così nero. Ich weiß nicht, wie Ihre persönlichen Zukunftsaussichten sind. Io non so come sembra il vostro futuro. Und ich bin heute nicht hier gekommen, um die Zukunft schwarz zu malen. E io non sono venuto qui per dipingere il futuro nero. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch in Ihrem persönlichen Leben bestimmte Dinge sehr düster aussehen. Ma io mi posso immaginare benissimo come alcune cose anche nella vostra vita davvero molto scure, molto tristi sembrano. Vielleicht ist der Arbeitsplatz in Gefahr. Forse non avete un posto di lavoro. Vielleicht sind die Kinder außer Rand und Band. Forse i bambini non hanno più sono allo sbaraglio. Was auch immer der Fall ist,
Qualsiasi cosa esso sia. Wir können diese Krisen nicht ignorieren, wenn wir geistliches Wohlbefinden haben wollen. Noi non possiamo ignorare questa crisi se vogliamo trovare una pace interiore. Nun, viele Dinge können wir uns ja einigermaßen erklären. Ora, alcune cose ci possiamo più o meno chiarire. Wir wissen, warum es eine Wirtschaftskrise gibt. Noi sappiamo perché c'è una crisi finanziaria. Und wir haben auch vielleicht unsere Gründe dafür, dass die Jugendlichen immer unmoralischer werden. Abbiamo trovato anche alcuni motivi del fatto che i giovani diventano sempre più morali. Viele Dinge machen irgendwie ein bisschen Sinn. Alcune cose fanno in una certa maniera senso. Aber es scheint so zu sein, dass unserer Gesellschaft dieses eine Puzzleteil fehlt. Ma sembra quasi che in tutto questo manca un tassello del puzzle. Was uns deutlich macht, das ist die Lösung. Quel tassello fa capire questa è la soluzione. Das uns erklärt, warum wir in einer Welt leben, die so ist, wie sie ist. Che ci fa capire perché noi viviamo in questo mondo, in un mondo esattamente come questo. Ein Puzzleteil, das uns all die Dinge hilft, besser einzuordnen. Un tassello del puzzle che ci fa capire e ci aiuta a ordinare tutto il puzzle. Und inmitten all der Hoffnungslosigkeit wieder Hoffnung geben kann. E lì dove la speranza perduta diventa ancora nuovamente speranza. Heute Abend möchte ich eine gewagte These aufstellen. Oggi voglio darvi una tesi. Die Antwort auf die Krisen unserer Zeit. La risposta alla crisi del nostro tempo. Findet sich hier. Si trova im alten babylonischen antiken Sand. Nell'antica Babilonia. Jetzt werden Sie sagen, Moment mal, was hat das alte, antike Babylon mit dem 21. Jahrhundert in Italien zu tun? E qualcuno si potrebbe chiedere, ma che cosa ha a che fare questa antichissima Babilonia con l'Italia moderna? Außer, dass es an beiden Orten sehr heiß ist. A parte il fatto che in tutti e due, questi due paesi è veramente molto caldo. Aber ich glaube, dass in dieser Kultur ein Geheimnis sich findet. Ma io penso che in questa cultura c'è un segreto. Und dieses Geheimnis möchte ich heute mit Ihnen teilen. E questo segreto voglio condividerlo con voi oggi. Dazu müssen wir gedanklich eine Zeitreise machen. Per questo dobbiamo fare mentalmente un viaggio. Ungefähr 2600 Jahre zurück in die Vergangenheit. Circa 2600 anni fa. Damals sah es nicht so trüb und düster aus und trist. Allora più o meno sembrava proprio così. Sondern so. Non sembrava così, ma sembrava così. Babylon war die absolute Hochkultur, die höchst zivilisierte Nation ihrer Zeit. Babilonia aveva la cultura migliore di tutto il circondario a quel tempo. Wissenschaft und Philosophie. La scienza e la filosofia. Kunst und Politik. L'arte e la politica. Alles war zentriert in Babylon. Tutto era centrato in Babilonia. Und aus dieser Zeit e in questo periodo gibt es noch heute einige Überreste. Ci sono ancora di questo periodo alcuni resti. Wenn Sie einmal nach Deutschland fahren, se voi andate in Germania, dann fahren Sie nach Berlin. Andate a Berlino. Und schauen sich das Pergamonmuseum an. E guardate il museo di Pergamo. Da finden Sie dieses Tor hier, dieses Ishtar-Tor. Qui troviamo questa torre. Und auf diesen großen Toren finden sich noch heute Inschriften der alten Könige. Che praticamente chiude e forma una porta. Zum Beispiel von dem berühmten Nebukadnezar. Troveremo alcune immagini del famoso Nabucodonosor. Und dieses Geheimnis aus Babylon, mit dem ich heute mit Ihnen reden möchte. Esattamente questo segreto di cui oggi vi voglio parlare. Bezieht sich auch auf eine alte Handschrift, auf ein altes Dokument über Nebukadnezar. Riguarda un antico documento di Nabucodonosor. Etwas, was selbst hat aufschreiben lassen. Qualche cosa che lui stesso ha lasciato scritto. Und hier lesen wir Folgendes. E adesso noi leggiamo. Im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht schlafen konnte. Nel secondo anno del suo regno Nabucodonosor ebbe dei sogni che lo turbarono così profondamente. Che turbarono così profondamente il suo spirito da impedirgli di dormire. Wer hat schon mal einen Schlaf gehabt oder eine Nacht gehabt, wo er nicht schlafen konnte? Chi di voi ha avuto già una notte in cui non poteva veramente dormire? Ich hatte vor einiger Zeit Jetlag. Un pochino di tempo fa lui ha avuto il cambio di orario, il fuso orario. Furchtbar. Ed è stato terribile.
Aber Nebuchadnezzar hatte kein Jetlag. Ma Nabucodonosor non ebbe il cambiamento di fuso orario. Hier haben wir den König der höchst zivilisierten Welt der damaligen Zeit. Lui era il re della più grande cultura di quel tempo. Und er war beunruhigt. Però lui era turbato. Wie wir gleich sehen werden, aus einem ähnlichen Grund, warum auch wir beunruhigt sind, obwohl wir so viel haben. E più o meno potremo vedere che il motivo di questo turbamento è molto simile a quello nostro, quando noi non riusciamo a dormire. Er hat dann am nächsten Morgen seine Experten gerufen. Il giorno dopo ha chiamato all'ordine tutti gli esperti del regno. Er wollte wissen, was es mit diesem Traum auf sich hat, den er geträumt hatte. Lui voleva sapere qual è il significato del sogno che lui ha sognato. Und dazu hat man den Experten, nicht wahr? E quindi lui raccolse, calmò tutti gli esperti, chiamò. Als König von Babylon hat man eine ganze Reihe von Experten. Naturalmente, come re di Babilonia, aveva un'intera reggia di Und er sagte ihnen Folgendes. Esperti. E disse esattamente questo. Ich habe einen Traum gehabt. Il re chiamare i magi e i cantori caldei perché spiegassero i suoi sogni. Ed essi vennero e si presentarono a lui, ed egli disse loro: ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato perché vorrei comprendere il suo significato. Die Antwort war? La risposta fu: O König, mögest du ewig leben? Allora i caldei risposero: O re, possa tu vivere per sempre. Erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir dir die Deutung geben. Racconta il tuo sogno ai tuoi servi e noi ne daremo l'interpretazione. Experten sind extrem gut, wenn es um die Interpretation geht. Gli esperti sono molto bravi quando si parla di interpretare. Und wenn wir heute ein Problem haben, e se noi oggi abbiamo un problema, dann gibt es ganz viele Experten, zu denen wir gehen. Ci sono können. Sempre tantissimi esperti wir da interpellare. Zum Psychiater gehen. Noi possiamo andare dallo psichiatra. Oder zum Anwalt. O dall'avvocato. Vielleicht zum Priester. Forse dal prete. Oder zu unserem lokalen Politiker. Oppure dal politico locale. Und ganz gewiss, jeder hat seine Deutung. E ognuno ha la sua interpretazione. Ich glaube, das liegt daran. Io penso che è lì il problema. Aus meiner Perspektive könnte das die Lösung sein. Dalla mia prospettiva può essere questa la soluzione. Aber Nebuchadnezzar war nicht interessiert an einer Deutung. Ma Nabucodonosor non era interessato ad un'interpretazione. Er sagt, lui disse, wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet. Se non mi dite il sogno. Nebuchadnezzar war kein Christ. Nabucodonosor non era cristiano. Aber Nebuchadnezzar war nicht dumm. Ma Nabucodonosor non era stupido. Er war ein waschechter Heide. Er war ein echter Heide. Lui era davvero un pagano. Aber Nebuchadnezzar verstand ein Prinzip, das jeder einzelne von uns verstehen muss, egal was seine Weltanschauung ist. Ma Nabucodonosor capì un principio che ognuno di noi deve capire. Nebuchadnezzar hat gesagt, ich lasse mir keine Interpretation aufzwingen. Nabucodonosor ha detto, io non mi lascio dare nessuna interpretazione. Bevor ich nicht weiß, dass derjenige, der mit mir spricht, über echtes Faktenwissen, Faktenwissen hat. Prima che io sappia che chi mi dà l'interpretazione parlerà di cose vere. Mit anderen Worten, er wollte, dass diese Experten, die Traumdeuter und Wahrsager, lui in altre parole voleva che questi esperti, i magi, sapienti dell'epoca, ihm seinen Traum nacherzählen. Gli raccontassero il suo sogno. Lass mich mir das ganz kurz erklären. Okay, spieghiamo questo punto. Nehmen wir mal an, ich habe einen wirren Traum. Mettiamo il caso che io ho un sogno strano. Ich träume von einem rosa Elefanten. Io sogno un elefante rosa. Der durch ein Erdbeerfeld trampelt. Che salta su un prato di cavalli. Und dabei Querflöte spielt. E suona un flauto. Und wenn ich jetzt Ihnen das erzähle. E se io racconto questo. Und Sie frage, könnten Sie mir sagen, was die Interpretation davon ist? E ti chiedo, ma se l'interpretazione di questo sogno? Dann würde ich sagen, oh, das kann ich. Ah, qualcuno di voi potrebbe dire, sì, sì, la so l'interpretazione. Meine Deutung ist, es bedeutet das. Secondo me significa questo. Sehen Sie, wenn ich den Traum weiß, se io conosco il sogno, kann ich alles Mögliche hineininterpretieren. Posso interpretarlo in qualsiasi maniera. Und Nebuchadnezzar wusste das.
E Nabucodonosor questo lo sapeva molto bene. Deswegen hat gefragt, wenn ihr wirklich so große Experten für Träume seid. Per questo ha detto, se voi veramente siete così esperti. Sagt mir, was habe ich geträumt? Ditemi, che cosa ho sognato? Wenn ihr Verbindung habt zu den Göttern im Himmel? Se voi avete veramente questa comunicazione con gli dei? Als Priester und Wahrsager? Come preti e come sapienti? Dann solltet ihr dazu in der Lage sein, das auch mir zu sagen, oder? Allora dovete essere capaci in realtà di dirmi tutto questo. Nun. Adesso. Ich glaube, den Wahrsagern wurde es ein bisschen ungemütlich. Io penso che i sapienti si sentirono un pochino in imbarazzo. Der König möge seinen Knechten die, den Traum erzählen, so wollen wir die Deutung verkünden. Esponga il re il sogno ai suoi servi e noi gli daremo l'interpretazione. Aber Nebuchadnezzar lässt nicht locker. Ma Nabucodonosor non lasciò andare. Ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Io mi accorgo che voi volete guadagnare tempo perché avete sentito la decisione che ho preso. Und dann sagt er im nächsten Vers? E quindi disse il verso successivo? Denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte vor mir zu reden. Voi vi siete messi d'accordo per darmi delle risposte bugiarde, perverse. Können Sie sich in die Lage von Nebuchadnezzar hineinversetzen? Vi potete mettere nei panni di Nabucodonosor? Wann immer er einen Krieg anfangen wollte? Quando voi, per esempio, avesse voluto come re iniziare una guerra? Ist er zu diesen Männern gegangen? Siete andati proprio da questi esperti. Und sie haben gesagt, ja, mach das oder mach jenes. E loro hanno detto, sì, devi fare così e così. Die Götter sind mit dir. Gli dei sono con te. Wenn er sich gefragt hat, welche Prinzessin soll er heiraten? Quando si è chiesto, ma quale principessa devo sposare? Ist er zu diesen Männern gegangen? È andato proprio da questi uomini. Und sie haben gesagt, mach dies und jenes. E loro hanno detto, fa così e fa così. Aber als es einmal darauf ankam, wirklich etwas zu wissen, ma quando soltanto per una volta cercò di capire una cosa importante, stellte er erschreckt fest, meine Experten wissen gar nichts. Capì improvvisamente, i miei esperti non sanno proprio nulla. Nebuchadnezzar kommt in eine echte Krise. Nabucodonosor raggiunse una vera crisi. Die Krise zu realisieren, dass die Menschen, auf die er sich berufen hat, la crisi di capire che proprio le persone a cui lui faceva riferimento gar nicht vertrauenswürdig sind. Per niente sono degni della sua fiducia. Wie geht es uns, wenn wir feststellen, dass unser Rechtsanwalt uns betrogen hat? Come ci sentiamo se per esempio proprio il nostro avvocato ci ha traditi? Dass der Arzt in Wirklichkeit gar nicht weiß, was er diagnostiziert hat. Che il medico non sa proprio quello che lui ha diagnosticato. Dass der Politiker nur Stimmen fangen wollte und gar nicht, bewusst gelogen hat. E che il politico ha soltanto voluto fare i propri interessi e ha mentito consapevolmente. Oder dass der Priester in der Kirche anders lebt als er predigt. O che il prete nella chiesa vive diversamente rispetto a come lui predica. Wenn unser Weltanschauungsbild zusammenstürzt. Quando il mondo ci crolla addosso. Nebuchadnezzar war böse. Nabucodonosor si arrabbiò. In Vers 10 und 11. Nel versetto 10 e 11 sagen die Wahrsager, dicono i sapienti, ganz am Ende, alla fine, es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Non c'è nessuno sulla terra che possa dire ciò che il re domanda. Mit anderen Worten, in altre parole, wir haben keine Verbindung zu den Göttern überhaupt. Noi non abbiamo alcuna comunicazione con gli dei. Eigentlich bedeutet, questo significa, wir haben die ganze Zeit dich angelogen. Fino adesso abbiamo soltanto detto bugie. Und ich glaube, früher oder später, e io penso, prima o poi, kommen wir alle in die Situation, noi raggiungiamo esattamente questa situazione, wo wir feststellen, der Mensch, auf den ich alles gegeben hätte, noi capiamo gli uomini a cui ho dato tutto. Für den hätte ich meine Hand ins Feuer gelegt. Io avrei messo per questi uomini la mano sul fuoco. Er hat uns im Stich gelassen. Ci hanno lasciato abbandonato, ci hanno lasciato soli. Wir können uns auf keinen Menschen hundertprozentig verlassen. Noi non ci possiamo fidare di nessun uomo al 100%. Und schon gar nicht auf die sogenannten Experten. E proprio per niente ai cosiddetti esperti.
Es ist toll, wenn die Finanzexperten alles Mögliche versprechen auf der Bank. È bello quando gli esperti finanziari promettono tante cose riguardo la borsa. Aber wenn die Börsenkurse einbrechen und sie dann auch hilflos stehen, dann nützt es mir nichts mehr. Però quando praticamente la curva della borsa scende e tutto va perduto, a che cosa ci servono questi esperti? Nebukadnezar sagt, hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Allora il re di Ro si infuriò terribilmente e ordinò che tutti i saggi di Babilonia fossero giustiziati. Wir haben heute was über positiven und negativen Stress gehört. Oggi abbiamo sentito qualcosa sullo stress positivo e negativo. Ich glaube, die Weisen hatten jetzt ziemlich negativen Stress. Io penso che molti di noi hanno lo stress negativo e soprattutto i sapienti. Wie gesagt, Nebukadnezar war kein Christ. Come detto, Nabucodonosor non era un cristiano. Aber er war wenigstens ehrlich. Ma almeno era sincero. Er wollte nicht ein vorgeheucheltes Leben haben. Lui non voleva avere una vita basata sulle bugie. Er wollte nicht einfach nur mitmachen in dem gegenseitigen sich etwas vormachen. Non voleva fare dei compromessi. Und ich weiß nicht, wie es mit Ihnen heute Abend steht. Io lo so. Qual è la vostra situazione oggi? Ob Sie damit zufrieden sind, einfach, dass Ihnen jemand etwas vormacht und Ihnen heile Welt vorgaukelt. Io non so se voi siete contenti che qualcuno faccia qualche cosa e vi racconta qualche cosa sul mondo. Ich glaube, wir alle brauchen diese Einstellung von Nebukadnezar. Io penso che ognuno di noi abbiamo bisogno di questa attitudine di Nabucodonosor. Konsequent zu sein. Essere coerenti. Und auf Fakten zu warten und nicht einfach nur auf Gefühl und Versprechen. E basarci sui fatti e non sui sentimenti e su modi di dire. Und ich glaube, dieser Zorn, der hier bei Nebukadnezar zu sehen ist, io penso che questa rabbia che Nabucodonosor aveva, diesen Zorn sehen wir auch bei vielen Menschen, die verzweifelt aus der Kirche austreten oder die sich einfach in die Isolation zurückziehen. È la stessa rabbia che si trova anche in persone che si cercano di allontanare dalla Chiesa. Die vielleicht atheistisch geboren sind und sagen, das hat ja alles gar keinen Zweck. Che sono diventati ateisti, atei e hanno detto tutto questo non ha senso, non ha scopo. Und vielleicht gibt es heute auch jemand, der sagt, ich kann an Gott nicht glauben, weil schaut euch doch die Christen an. E c'è qualcuno di voi sicuramente che dirà, io non posso credere a Dio, guardate i cristiani. Es gab einen Weisen. Ci fu un sapiente. Sein Name war Daniel. Il suo nome era Daniele. Und die Bibel sagt uns, dass er mit klugen und verständigen Worten geantwortet hat. E la Bibbia dice che lui ha risposto con parole intelligenti e comprensibili. Und diese Chance, die Daniel bekommen hat. E questa chance che Daniele ha ricevuto. Als er zum König hineingeht und sagt, ich brauche eine kurze Frist und ich werde das Problem lösen. Fu questa, lui andò dal re e gli disse, io ho bisogno di un poco di tempo e poi darò la soluzione al re. Was passiert nach der Frist? Che cosa succede dopo questo termine, questa scadenza? Daniel sagt, das Geheimnis, nachdem der König fragt, können Weise und Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichner dem König nicht verkünden. Daniele disse il segreto che il re domanda, né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Ma c'è un Dio nel cielo. Und die erste Botschaft heute Abend ist sehr, sehr einfach. E il primo messaggio oggi è molto, molto semplice. Folgen Sie keinem menschlichen Guru für Ihr persönliches geistliches Wohlbefinden. Non dovete seguire nessun guru, nessun uomo per trovare la pace spirituale. Aber schütten Sie das Kind nicht mit dem Bade aus. Also, gehen Sie nicht zu weit. Okay, ma non andate troppo oltre. Auch wenn es keinen Menschen gibt, auf den wir uns verlassen können. Anche se non c'è nessun uomo a cui noi possiamo porre la nostra fiducia. Hundertprozentig. 100% parlando, al 100%. Gibt es doch einen Gott. C'è un Dio. Und der offenbart Geheimnisse. E lui rivela i misteri. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage. E lui ha fatto conoscere al re Nabucodonosor cosa negli ultimi giorni accadrà. Geschehen soll. Accadrà. Und Daniel zeigt jetzt dem König, was geschehen wird. E Daniele ha mostrato al re quello che sarebbe successo. Und sagt folgendes. E disse questo. Mir aber ist dieses Geheimnis nicht. A me però il segreto non è
durch eine Weisheit, die vor allen lebenden voraus hätte geoffenbart worden. Non mi è stato rivelato attraverso la mia sapienza. Mit anderen Worten, Daniel, obwohl er die Lösung hat, nonostante, in altre parole, nonostante Daniele obwohl er die Lösung hat, avesse la soluzione, sagt nicht, ich bin jetzt der neue Held, schau zu mir, komm zu mir. Non dice, io ho la soluzione, io sono il grande esperto in questione, guardatemi. Er sagt, ich bin nichts. Dice, io non lo sono. Ich habe nur eine Botschaft. Io ho soltanto un messaggio. Es gibt einen Gott im Himmel. C'è un Dio nel cielo. Und der ist sehr real. E lui è reale. Und er hat eine sehr reale Antwort auf unser Problem. E ha una reale risposta esattamente al nostro problema. Im nächsten Vers heißt es, nel prossimo versetto, du, o König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Tu, o re, guardavi ed ecco una grande statua. Una grande statua. Ein großes und erhabenes Standbild. Una grande statua, ein großes Standbild. Nun, für uns heute, die wir so viele schreckliche Dinge gewohnt sind, ora, per noi che siamo abituati a cose molto spaventose, sieht das vielleicht nicht mehr so schrecklich aus, oder? Non sembra molto spaventosa questa strada. Wir fürchten uns nicht davor. Noi non ci spaventiamo per questo. Aber trotzdem, wenn man das im Traum sieht, muss es einen erhabenen Eindruck gemacht haben. Ma dobbiamo immaginare che nel, in questo sogno deve aver avuto davvero, deve aver fatto davvero una profonda impressione. Und Daniel beschreibt, wie dieses Standbild aussah. E Daniele descrive proprio questa statua. Er sagt, das Haupt war aus gediegenem Gold. E dice, la testa di questa statua era di oro puro. Und dann die Brust und seine Arme aus Silber. Il suo petto e le sue braccia erano d'argento. Und dann die Bauch und seine Lenden aus Erz oder Bronze. E il suo ventre e le sue cosce di bronzo. Und dann die Oberschenkel aus Eisen. E le gambe di ferro. Nebenbei, wer aufgepasst hat, was fällt uns über die Metalle auf? Gold, Silber, Bronze, Eisen. Ok, per chi ha fatto attenzione, che cos'è la caratteristica di questi metalli? Oro, argento, bronzo, ferro. Sie nehmen ab, nicht wahr? Loro diminuiscono di valore. Es ist wie bei Olympia, Gold, Silber, Bronze. Oro, argento, bronzo, ferro. Also, kurze Zusammenfassung. Quindi, riassumendo. Das, letzten haben wir vergessen noch. L'ultimo abbiamo dimenticato. Die Füße waren aus Eisen und aus Ton gemischt. I suoi piedi erano in parte d'argilla e in parte di ferro. Also, das Haupt war aus. Quindi, di cosa era fatta la testa? Oro. Oro. Die Brust war aus. L'argento. Und die Lenden waren aus? Di cosa erano fatti i fianchi? Di bronzo. Bronzo. Und die Beine waren aus? Le gambe di cosa erano fatte? Ferro, genau. Und dann haben wir die Füße aus? E i piedi? Ferro. Ferro e argilla. Ja, das ist schwer. Argilla ist schwer. È difficile. Aber damit ist es nicht zu Ende. Ma non è finita qui. Daniel sagt, du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Ma Daniele aggiunse, mentre guardavi, una pietra si staccò. Ma non era spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e l'argilla della statua e li frantumò. Da kam ein großer Stein, traf das Bild direkt an den Füßen und das ganze Bild zerbrach. Quindi arrivò una grande pietra che toccò proprio i piedi della statua e distrusse la statua. Und dann sagt die Bibel, e poi dice la Bibbia, etwas Erstaunliches. Qualche cosa di straordinario. Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade so knapp vor dem Tod. Immaginate, voi siete esattamente così vicini alla morte. Sie haben ja nur eine Chance. Voi avete soltanto una chance. Wenn der Traum falsch erzählt ist, se voi avete raccontato un sogno falso, also wenn ich den Traum erzählt hätte, quindi se io avessi dovuto raccontare il sogno, hätte ich am Ende wahrscheinlich etwas gesagt wie, war das so richtig? Alla fine avrei detto qualche cosa del tipo, è giusto, è stato proprio così il sogno? War das der Traum, den Sie geträumt haben, Nebukadnezar? È stato questo il sogno che voi avete sognato, Nabucodonosor? Aber Daniel sagt, ma Daniele dice, das ist der Traum. Questo è il sogno. Nun wollen wir dem König auch seine Deutung geben. Ora ne daremo l'interpretazione al re. Er ist sich so sicher. Lui è così sicuro. Denn Daniel kennt Gott. Perché Daniele conosce Dio. Warum war sich Daniel so sicher? Perché Daniele era così sicuro di sé. Wir wissen aus der Bibel, dass er sich, nachdem er die Frist bekommen hatte, noi sappiamo dalla Bibbia che quando ha avuto la scadenza del re, dass er sich zurückzog in seine kleine Kammer, lui se ne andò nella sua stanzetta,
und gebetet hat und die Bibel studiert hat. E ha pregato. Und Gott hat es ihm offenbart. E Dio gli ha rivelato il sogno. Und die Bibel sagt, e la Bibbia dice, in Vers 21, nel verso 21, dass Gott den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand gibt. Che Dio dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Ob sie es glauben oder nicht. Se voi lo crediate o no. Alles wahre Wissen kommt ultimativ von Gott. Tutte le verità e la sapienza viene solo da Dio. Es gibt einen wunderbaren Vers, den ich so sehr liebe. C'è un versetto meraviglioso che io amo molto. Es heißt, ich bin verständiger. Dice, io ho più conoscenza. Und das wichtigste Wort ist più. La parola più importante ist mehr, più. Als alle meine Lehrer. Rispetto di tutti i miei maestri. Und das ist revolutionär. È questa la rivoluzione. Vielleicht haben sie immer gedacht, naja, ich bin halt einfach nur ein ganz normaler Mensch. Molto spesso forse avete pensato, aspettate un attimo, io sono soltanto un povero uomo, un uomo normale. Ich habe keine Philosophie studiert. Io non ho studiato filosofia. Schon gar nicht Theologie. O neanche teologia. Ich bin kein Hochgebildeter. Io non sono molto istruito. Die großen Fragen des Lebens kann ich nicht beantworten. Le grandi domande della vita non le posso rispondere io. Aber die Bibel sagt, ma la Bibbia dice, dass jeder, der sie liest, che ognuno che la legge, verständiger sein kann, avrà più conoscenza, als die angeblichen Lehrer der Bibel, di tutti quelli che si dicono maestri. Das heißt, wir müssen nicht abhängig sein von den Priestern, Predigern oder sonstigen Gurus. Questo vuol dire che noi non dobbiamo essere dipendenti dai predicatori, dai preti o dai guru in generale. Sehen Sie, ich bin heute nicht hierher gekommen. Allora, oggi non sono venuto qui. Um ihnen zu sagen, ich habe eine neue Idee, folgen Sie mir. Per dire, okay, oggi ho una nuova idea, seguitemi. Ich bin heute hergekommen, um ihr etwas zu sagen. Io sono venuta qui per dirvi qualcosa. Nämlich, dass der Gott im Himmel Sie für intelligent genug hält. Cioè, che il Dio del cielo vi considera intelligenti abbastanza. Die Bibel aufzuschlagen und selbst zu lesen und verständiger zu werden als alle Lehrer. Di leggere la Bibbia e di diventare più intelligenti di tutti gli altri maestri. Die Bibel sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. La Bibbia dice, la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Aber vielleicht gibt es jetzt jemanden, der sagt, halt, Moment mal. C'è qualcuno che forse però qui dice, halt, un momento. Wie kann ich denn der Bibel vertrauen? Come posso avere fiducia nella Bibbia? Die ist doch über Jahrhunderte gefälscht worden. È stato scritto da tantissime persone. Wer kann in diesem alten Buch trauen? Chi può veramente credere ad un libro che è anche così antico? Wie verlässlich ist die Bibel? Quanto è attendibile la Bibbia? Ich habe Ihnen hier etwas mitgebracht und zwar alte Manuskripte. E io vi ho portato qualche cosa che sono dei manoscritti molto antichi. Wenn wir heute im Jahre 1945 wären. Se oggi noi fossimo negli anni 1944. Dann würde wahrscheinlich sich jemand melden und sagen, qualcuno di voi alzerebbe la mano e direbbe: ich habe gelesen in einem theologischen Buch, io ho letto in un libro di teologia, dass es keine alten Manuskripte von der Bibel gibt, che non c'è nessun manoscritto così antico della Bibbia. Und alles, was wir haben, sind gefälschte Dokumente, die über Jahrhunderte durch die Kirchengeschichte gefälscht wurden. Tutto quello che noi abbiamo sono dei documenti falsificati che sono stati tradotti per gli anni, anni dopo anni. Aber Ende der 40er Jahre. Ma alla fine degli anni 40 fand ein kleiner Beduinenjunge, iniziò un giovane hier in der Wüste von Juda, qui nel deserto della Giudea, alte manoscritte, die sogenannten Qumran-Rollen. Sì, ha trovato questi manoscritti molto antichi. Die Manuskripte waren so alt. Questi manoscritti erano così antichi, dass den Wissenschaftlern die Ohren geschlackert haben. Che tutti gli scienziati hanno. Die waren begeistert. Sì, si sono molto entusiasmati per questo. Die alttestamentlichen Manuskripte waren aus dem Jahr 200 vor Christus. Questi manoscritti parlavano di 200 anni avanti Cristo. Und ganz schnell hat man sie verglichen mit den heutigen Bibeln. E molto spesso e molto velocemente li hanno confrontati con la Bibbia di oggi. Und man hat viele, viele Unterschiede vermutet. E ognuno si aspettava tantissime differenze rispetto a ciò che abbiamo oggi. Und was man gefunden hat? E che cosa è stato scoperto? War 99,9999% Übereinstimmung.
Il 99,9999% era esattamente rimasto identico. Die einzigen Unterschiede sind ein paar in der Orthographie. Alcune piccole differenze si trovano in errori ortografici. Genauso wie auch das Italienisch vor 500 Jahren ein bisschen anders aussieht als heute. Oppure il fatto che naturalmente l'italiano di tantissimo tempo fa era diverso da quello di oggi, quindi il fatto che la lingua può un pochino cambiare nel tempo. So viel zum Alten Testament. Questo per quanto riguarda l'Antico Testamento. Kommen wir kurz zum Neuen Testament. Arriviamo un attimo per quanto riguarda l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento. Wer hat was von Herodot gehört? Chi di voi ha già sentito parlare di Erodoto? Der Geschichtsschreiber. Lui che ha scritto tante sulla storia. Oder Tacito. Oppure Tacito. Oder Cesar. O Cesare. Das sind alles Historiker oder historische Persönlichkeiten. Queste persone sono tutti storici. Hier sehen Sie den Schreiber. Qui vediamo lo scrittore. Dann das Jahr, wo er seine Werke geschrieben hat. Questa è la data in cui sono state scritte le opere. Und dann das Jahr, wo wir die früheste Kopie von haben. E poi questo che è indicato è l'anno della copia più antica. Mit anderen Worten? Quindi? Wenn wir Herodot lesen? Quando noi leggiamo Erodoto? Dann hat er 488 vor Christus geschrieben? Lui ha scritto nel 1844 avanti Cristo, nel 488 avanti Cristo. Aber was wir haben kommt eigentlich von 900 nach Christus? Ma quello che noi abbiamo è praticamente del 900 dopo Cristo. Das heißt zwischen seinem Lebensdatum? Questo vuol dire che da quando lui è nato ed è vissuto? Und dem was wir tatsächlich als Quellen haben? Rispetto a quello che noi abbiamo davvero adesso come fonte? Liegen 1300 Jahre. Ci sono 1300 anni. Und es gibt acht Kopien davon. E ce ne sono 8 copie. Und das können jetzt für alle anderen auch hier so durchziehen. E per ognuno di questi personaggi possiamo leggere la stessa cosa. Das heißt, wenn Sie glauben, dass Alexander der Große existiert hat? Questo vuol dire che se voi credete che Alessandro il Grande è davvero esistito? Oder dass Caesar gelebt hat? O che per esempio Cesare è vissuto davvero? Das ist ungefähr die Vertrauenswürdigkeit. Questa è praticamente il livello di fiducia che noi possiamo avere in questi scritti. 8 Abschriften, 10 Abschriften, 20 Abschriften. 8, 10, 20 copie, numero di copie. Ungefähr 1000 Jahre nach der Zeit. Circa 1000 anni dopo essere stati scritti. Jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Adesso arriviamo al Nuovo Testamento. Es wurde geschrieben 40 bis 100 vor Christus. È stato scritto dal 40 al 100 dopo Cristo. Die früheste Kopie schon 130 nach Christus liegt in Manchester. La copia più antica già nel 130 dopo Cristo. Und wir haben 5000, muss es sein, 5000? E noi abbiamo 5000, più di 5000. Mehr als 5000 griechische, 10000 lateinische und fast 10000 andere. Copie greche, 10.000 copie latine e 9.300 altre copie in altre lingue. Nur gemäß der Statistik, was meinen Sie, welcher der Geschichtswerke ist am vertrauenswürdigsten? Semplicemente parlando statisticamente, secondo voi, quale di queste opere è quella più affidabile? Die Bibel ist sehr, sehr vertrauenswürdig. Die Bibel sagt, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. La Bibbia dice, la parola di Dio dura per sempre. Ich habe hier was Interessantes mitgebracht. Io ho portato qualcosa di molto interessante per voi. Und zwar. Ed è. Die Bibel wurde geschrieben 66. Warte mal zurück. Zurück? Zurück, ja. Mach zurück. Sie wurde geschrieben von ungefähr 40 Autoren. La Bibbia è stata scritta da circa 40 autori. Auf drei Kontinenten. Da tre continenti, provenienti da tre continenti diversi. Über 1600 Jahre. Più di 1600 anni fa. Nehmen wir uns mal vor, wir nehmen uns 40 Italiener. Per 1600 anni, scusatemi. Facciamo il caso di prendere per esempio 40 italiani. Die alle heute leben. Che vivono tutti oggi. Alle im gleichen Land. Tutti nello stesso paese. Und geben ihnen die Aufgabe über Themen wie Erziehung, Religion, Gesundheit zu schreiben. E diamo a loro il compito di scrivere per quanto riguarda l'educazione, la religione, la politica, eccetera. Was würden wir erwarten? Che cosa ci aspetteremmo?
ein ziemliches Durcheinander von Ideen, oder? Sicuramente tantissime idee diverse, confuse. Was wäre es, wenn die 40 Leute nicht alle aus Italien kommen, sondern einer aus China, einer aus Peru und einer aus Südafrika? E che cosa succederebbe se queste 40 persone non venissero tutti dall'Italia, ma alcuni venissero dalla Cina, alcuni dal Peru o da altre parti del mondo? Aber was würde rauskommen, wenn einer im 8. Jahrhundert gelebt hat und einer im 15. Jahrhundert und einer heute? E che cosa succederebbe se uno avesse vissuto negli anni 800, altri nel 200 e alcuni adesso? Jetzt kannst du. Das kommt dabei raus in der Bibel. Ma questo è il risultato della Bibbia. Jeder Strich hier. Ogni segno qui che voi vedete queste curve. Ist ein Kapitel in der Bibel. È un capitolo della Bibbia. Die langen Striche sind lange Kapitel. Quelli più lunghi sono i capitoli più lunghi. Die kurzen sind kurze Kapitel. I più brevi sono i capitoli corti. Und Wissenschaftler haben sich die Mühe gemacht. E gli esperti, gli scienziati, si sono proposti. Jede Verbindung von einem Kapitel zum anderen zu verbinden. Di trovare ogni collegamento che c'è tra un capitolo e l'altro. Und das ist die Harmonie in der Bibel. E questa è l'armonia che ne viene fuori della Bibbia. Alles hat miteinander zu tun. Tutto combacia perfettamente insieme. Eine unfassbare Harmonie allein von der Statistik her. Un'armonia incredibile, semplicemente statisticamente parlando. Nun. Ora. Noch ein interessanter Punkt. Un altro punto molto interessante. Die Bibel sagt, dass wir am prophetischen Wort festhalten sollen. Che noi ci dobbiamo basare sulla parola profetica. Das heißt, wenn die Bibel etwas vorhersagt. Questo vuol dire che quando la Bibbia dice qualche cosa prima che avvenga. Wer ist die wichtigste Person der Bibel? Das wissen Sie, oder? Chi è la persona più importante della Bibbia? Lo sappiamo? Jesus. Gesù. Es gibt einige Prophezeiungen über Jesus. Ci sono alcune profezie, per esempio, proprio su Gesù. Zum Beispiel. Per esempio. Sein Geburtsort. La sua nascita. Seine Mutter, sein Stamm, seine Familie, seine Zeit. La sua mamma, la sua discendenza, la famiglia, il tempo in cui ha vissuto. Seine Botschaft und viele andere Dinge. Il suo messaggio e tantissime altre cose. Und all diese Dinge wurden im Alten Testament, von dem wir wissen, dass es vor Christi Zeit 200 Jahre schon das gleiche war wie heute. E tutto questo. All diese Dinge wurden vorhergesagt im Alten Testament. Sono state già dette nell'Antico Testamento. Und haben sich im Neuen Testament exakt erfüllt. E si sono realizzate esattamente come sono state descritte nel Nuovo Testamento. Wissenschaftler in Kalifornien haben sich überlegt, okay, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas eintrifft? Alcuni ricercatori, scienziati in California, si sono presi la briga di capire qual è la probabilità che questo avvenga. Und sie haben sich 8 Prophezeiungen ausgenommen. E hanno preso soltanto 8 profezie. Und die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, dass sie sich alle genauso erfüllen. E la probabilità che tutte queste si realizzino esattamente come sono state scritte. Das ist das Ergebnis. Questo è il risultato. 1 zu 10 hoch 17. 10 elevato alla 17. Ich weiß nicht mal, wie diese Zahl auf Deutsch heißt, geschweige denn Italienisch. Ha detto che perfino in tedesco non sa che numero è questo, come si pronuncierebbe. Aber dann haben die Wissenschaftler sich gedacht, okay, jetzt nehmen wir 48 Prophezeiungen davon. Però gli scienziati hanno anche pensato, okay, adesso prendiamo 48 profezie. Und das ist die Zahl. E questo è il numero che viene fuori. 1 zu 10 hoch 157. 10 alla 157. Und so sieht die Zahl aus. E questo è il numero che viene fuori. Wer Spaß hat, kann mal sehen, ob es wirklich 157 Nullen sind. Potete, chi è veramente così meticoloso può provare a leggere, sono veramente tutti questi zeri qui. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich 48 Prophezeiungen im Leben von Jesus wirklich erfüllt haben. Questa è la probabilità del fatto che le profezie che riguardano Gesù veramente si sono realizzate così come sono state scritte. Wer möchte raten, wie viele Prophezeiungen gibt es wahrscheinlich über Jesus? Chi vuole fare una proposta? Quante profezie sono state scritte su Gesù? Wie viele ungefähr? Potete fare una proposta. 100. 100. 100. Ja, vielleicht. Forse 100. Es gibt über 300. Ce ne sono più di 300 profezie che parlano di Gesù.
die nur mit der ersten Ankunft von Jesus auf der Erde zu tun haben. Che solamente hanno a che fare sulla, con la prima venuta di Gesù sulla terra. Und alle haben sich erfüllt. E tutte si sono realizzate. Prophetie ist vertrauenswürdig. La profezia, alla profezia possiamo credere. Aber kommen wir zurück zu Daniel. Ma ritorniamo a Daniele. Und zu unserem Standbild. E a questa statua. Kurze Wiederholung. Una piccola ripetizione. Das Haupt war aus. Com'era la testa? Oro. Die Brust war aus. Com'era il petto? Argento. 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 Die Lenden waren aus. I fianchi? Bronzo. Und die Beine waren aus. E le gambe? Ferro. Ferro. Schauen wir ganz. Was? E i piedi und die Füße? Haben Sie gefragt? Ja, die Füße, ganz genau. Sehr gut. Sehr gut, molto bravi, siete stati attenti. Die Füße waren aus? Come erano questi piedi? Argilla e ferro. Ganz genau. Molto bene. Jetzt, wenn ora, ich Ihnen sagen würde, das ganze Standbild steht für die vier wichtigsten oder fünf wichtigsten Unternehmen in Italien. Se io dicessi, questi quattro metalli rappresentano le quattro più grandi industrie italiane. Oder für die fünf ersten Kaiser von China. O per i cinque re della Cina. Oder für die ersten fünf Tabellenersten der italienischen Fußballliga. Oppure per le cinque squadre più importanti dell'Italia. Dann würde ich eine Interpretation geben. Allora darei un'interpretazione. Und dann müssten Sie aufstehen und den Raum verlassen. E quindi vi dovreste alzare e lasciare la sala. Denn das haben wir hier nicht vor. Perché, però questo non abbiamo intenzione di farlo. Denn die Bibel sagt, perché la Bibbia dice, dass keine Weissagung, che nessuna profezia della scrittura, nessuna profezia, keine nessuna. Weissagung, ist eine Interpretation oder eine Sache eigenmächtiger Deutung. È una interpretazione personale. Das heißt, wenn irgendjemand zu Ihnen kommt und sagt, ich glaube, das könnte das bedeuten. Questo vuol dire che se qualcuno viene da voi e dice, secondo me questo vuol dire esattamente così. Dann können Sie gleich sagen, halt, stopp. Allora potete subito dire stop. Das muss schon mal falsch sein. Das ist auf jeden Fall falsch. Questo è sicuramente falso. Denn eine Auslegung der Prophetie kommt nicht von mir. Perché una vera profezia non viene da me, da noi. Ja, woher denn sonst? Okay, allora da dove? Die Bibel muss sich selbst erklären. La Bibbia si deve spiegare da sola. Schauen wir uns das ganz kurz an, was das bedeutet. Okay, vediamo un pochino questo che cosa significa. Was bedeutet das Gold? Che cosa vuol dire oro? Die Bibel sagt es selbst. La Bibbia lo dice. Daniel spricht zu Nebukadnezar. Daniele parla a Nabucodonosor. Dem König von Babylon. Il re di Babilonia. Und sagt, la testa d'oro sei tu. E dice, du bist das Haupt aus Gold. Ganz genau. Das heißt, das Gold steht für den König von Babylon. Questo vuol dire che la testa rappresenta il re di Babilonia. Egal was ich mir denke. Non importa quello che noi pensiamo, che io penso. Das ist was die Bibel sagt. Questo è quello che dice la Bibbia. Und Babylon war wirklich eine goldene Stadt. E Babilonia era davvero una città d'oro. Egal wo man hinschaute. Dappertutto, ovunque. Überall gab es goldene Tempel. C'erano dappertutto tempi di oro. Und Gold überall. E oro dappertutto. Babylon war eine wichtige und eine enorm entwickelte Stadt. Babilonia era una città molto importante e molto sviluppata. Und Historiker sind sich einig, dass sie das erste echte große Weltreich der Weltgeschichte waren. E questo è stato il primo importante regno della storia del mondo. Aber war das ganze Standbild aus Gold? Ma tutta la, era tutta la statua fatta di oro? Nein, das Silber sollte kommen. No, adesso verrà l'argento. Wer ist das Silber? Allora chi è l'argento? Questa è Babilonia. Die Bibel sagt, nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen. La Bibbia dice dopo di te sorgerà un altro regno. Also wer ist Silber? Allora chi è l'argento? Das Reich nach Babylon. Il regno dopo Babilonia. Jetzt bin ich gespannt, wer sehr gut in Geschichte war. Ora sono curioso di sapere chi è o chi era molto bravo in storia. Welches Reich kam nach Babylon? Quale regno venne dopo Babilonia? Medio-Persia. Medio-Persien, das ist richtig. Giusto. Und interessanterweise. È molto interessante vedere. Raten Sie mal, mit welchem Metall die Perser bezahlt haben.
Indovinate un po' con quale metallo loro compravano, vendevano, qual era il metallo delle loro monete? Silber. Argento. Argento. Und wir könnten noch viel, viel mehr Geschichten dazu erzählen. E noi potremmo raccontare molte, molte altre storie. Aber die Zeit rennt. Però il tempo corre. Deswegen gehen wir weiter. Quindi andiamo avanti. Das dritte Königreich. Il terzo regno. Das bronzene. Il bronzo. Sollte über die ganze Erde herrschen. Doveva dominare sulla terra, su tutta la terra. Jetzt, wer kam auf die Meder und Perser als nächste Weltmacht? Okay, dopo i Medo-Persiani chi venne? Die Griechen, die Nachbarn. Praticamente i vicini di casa. Die Griechen. I Greci. Und Griechenland war welches Metall nochmal? E quale metallo rappresenta la Grecia? Bronzo. Bronzo. Als ich vor einiger Zeit in London war. Quando sono stato a Londra un po' di tempo fa. Da habe ich folgendes Bild gemacht. Ho fatto questa foto, ho scattato questa foto. Im British Museum. Nel British Museum. Das sind die griechischen Rüstung. Questa è l'armatura greca. Die sind alle aus Bronze. Sono fatte tutte di bronzo. Und übrigens, was wir heute Abend machen, ist nur ein kleiner erster Einblick. In tutti i casi, quello che noi adesso abbiamo, i resti, sono soltanto pochissimi rispetto a quello che c'era allora. Die Bibel ist voll von Prophezeiungen über Babylon, Medo-Persien, Griechenland und andere Nationen. La Bibbia è piena di profezie che riguardano Babilonia, la Grecia, Medo-Persia. Nur ein kleiner Einblick noch. Soltanto un altro piccolo accenno su questo. Als Alexander der Große die Welt eingenommen hat. Quando Alessandro il Grande ha conquistato il mondo. Und jede Stadt dem Erdboden gleich gemacht hat. Ed è riuscito a fare terra bruciata in tutto il mondo. Da kam auch nach Jerusalem. È arrivato anche a Gerusalemme. Und die Priester gingen mit weißen Fahnen heraus. E i preti lo hanno accolto con bandiere bianche. Und brachten ihm eine Bibel. Und brachten ihm eine Bibel. Die Priester brachten Alexander eine Bibel. Ah, e portarono ad Alessandro una Bibbia. Und sagten in unserem Buch in Daniel 2 und Daniel 7 und Daniel 8. E dissero in questo libro in Daniele 2, 7, 8. Da steht geschrieben, dass die Griechen auf die Perser folgen. C'è scritto che dopo i Persiani vengono i Greci. Und Alexander hat es gelesen. E Alessandro ha letto questo. Und war so begeistert, dass er Jerusalem hat stehen lassen. Ed è stato così contento, così entusiasta, che ha deciso di non distruggere Gerusalemme. Kommen wir zum vierten Reich. Okay, adesso arriviamo al quarto regno. Es sollte stark sein wie Eisen. Doveva essere forte come il ferro. Und wer kam auf die Griechen? E chi seguì dopo? Hier in diese, i auf Greci? Diesem Erdboden. Esattamente qui, su questo suolo. Es waren, glaube ich, noch keine Italiener, richtig? Non erano ancora chiamati italiani. Es waren die? Erano Romani. I Romani. Romani. Die Römer. I Romani. Und auf die Römer. E dopo questi Romani, dopo i Romani. Nach dem Eisen. Dopo il ferro. Wie viele Mächte sollen da noch kommen? Quanti altri poteri, regni devono venire ancora? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1. 1. Und es besteht teilweise aus. Ed è formato per metà da? Eisen und aus? Da ferro e d'argilla. Ton. Und die Bibel sagt, dass es ein gespaltenes Reich sein wird. E la Bibbia dice che sarà un regno diviso. Diviso. Genau. Ein gespaltenes Reich. Un diviso. Was ist passiert, als Rom in sich zusammengefallen ist? Che cosa è successo quando Roma è caduta? Was ist passiert? Che cosa è successo? Rom zerfiel in einzelne Länder. Roma si è diviso in regni indipendenti. Da gab es zum Beispiel die Westgoten. C'erano per esempio i Goti dell'Ovest. Die Sueben. I Suevi. Die Angelsachsen. Gli Anglosassoni. Die Franken. I Franchi. Die Burgunder. I Burgundi. Burundi. Burgundi. Burgundi. Die Lombarden. I Lombardi. Und wie nennt man diese Nationen heute? E come si chiama questa nazione, questa terra oggi? Europa. Europa. Nämlich Frankreich und Portugal und Spanien, Portugal, Frankreich und Italien. Quindi Spagna, Portogallo, Francia, Italia. Italien ist in der biblischen Prophetie. L'Italia è nella profezia biblica. Amen. Amen. Und ist nicht der einzige Platz. E non è neanche l'unico posto. Aber was,
Was sagt die Bibel voraus über dieses letzte Reich Europa? Ma che cosa dice la Bibbia in anticipo proprio su questa terra, l'Europa? Würde es ein geeintes Weltreich sein? Sarà una terra unita? Nein, es ist diviso. No, è divisa. Es ist gespalten. È divisa. Gab es Versuche, die einzelnen europäischen Nationen zusammenzubringen? Ci sono state dei dei tentativi di unire questi regni insieme? Im Mittelalter waren manchmal alle Könige mit allen Königen verwandt. Nel Medioevo erano praticamente tutti i re imparentati fra di loro. So dass man kaum noch jemanden heiraten konnte, ohne Inzest zu beginnen. In maniera tale che praticamente nessuno si poteva sposare senza Inzest zu beginnen. Ah, senza fare incesto. Hat es Europa geeint? Ha unito questo l'Europa? Nein. No. Wie steht es mit diesem Herrn? Chi è quest'uomo? Napoleon. Napoleone. Der sich auf die Fahne geschrieben hat, ein Europa zu schaffen. Che lui ha cercato di unire sotto una unica bandiera l'intera Europa. Hat er es geschafft? Ce l'ha fatta? Er hatte fast ganz Europa unter sich. C'era quasi riuscito, ne aveva quasi tutto sotto il suo controllo. Ihm fehlte nur noch Russland. Gli mancava soltanto la Russia. Und dann kam der russische Winter vor Moskau. Però der russische Winter vor Moskau. Ah, arrivò l'inverno, il duro inverno russo. Napoleon ist gescheitert. E Napoleone ha lasciato. Wie steht es mit diesem Herrn? Chi è questo? Hat er versucht einiges Europa zu schaffen? Ha cercato lui di unire l'Europa? Das ist ein Teil meiner Geschichte, auf die ich nicht sehr stolz bin. È parte della mia storia di cui non sono molto fiero. Und wahrscheinlich haben wir alle da einige dunkle Erinnerungen dran, nicht wahr? Sicuramente abbiamo tutti un ricordo molto molto triste di questa storia. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob Sie das wussten. È molto interessante sapere che non so se voi già lo sapete questo. Adolf Hitler hat als junger Mann die Bibel studiert. Adolf Hitler ha studiato da giovane la Bibbia. Als junger Mann hat er Bibelstunden bekommen, hat sie aber dann abgelehnt. Lui ha ricevuto studi biblici da giovane, però a un certo punto li ha rifiutati. Aber er kannte einiges aus der Bibel und er kannte Daniel 2. Però conosceva qualcosa della Bibbia, in particolare Daniele 2. Und die Anekdote besagt? Gli aneddoti dicono. Ich bin nicht dabei gewesen. Io non sono stato lì. Aber so wird es erzählt. Però così viene detto. Dass eines Tages während des Krieges, als er krank im Bett lag. Che un giorno durante la guerra, mentre lui era malato e si trovava a letto. Hat aus irgendeinem Grund angefangen, la Bibel zu lesen. Ha iniziato per un motivo qualunque a leggere la Bibbia. Und er las Daniel 2. E lesse proprio Daniele 2. Und als er las, sie werden nicht zusammenkommen. E quando lesse questi popoli non si uniranno. Da nahm er seine Bibel. Allora prese la sua Bibbia. Wut entbrannt. Era così furioso, arrabbiato. Und schmiss sie gegen die Wand. E la gettò contro il muro. Und schrie, sie werden zusammenkommen. E gridò, sì, loro si uniranno. Adolf Hitler ist gestorben. Hitler è morto. Die Bibel ist immer noch lebendig. E la Bibbia è sempre ancora viva. Europa ist immer noch nicht zusammen. E l'Europa non è ancora unita. Als ich in England war, hat man mir folgende Geschichte erzählt. Quando sono andato in Inghilterra mi hanno raccontato questa storia. 1940, als die Deutschen England bombardiert haben. 1940, quando i tedeschi hanno bombardato l'Inghilterra. Und es so aussah, als ob Deutschland ganz Europa unter sich hätte. E sembrava quasi che la Germania avesse tutta l'Europa sotto di sé. Nur noch die kleine englische Insel übrig. Soltanto la piccola isola d'Inghilterra era rimasta indipendente. Und die Leute verzweifelt waren in England. E gli uomini in Inghilterra erano praticamente avevano paura. Und immer wenn die Flieger kamen, haben sich in der U-Bahn-Station versteckt. E tutte le volte che venivano gli aerei, che li vedevano, si nascondevano sotto la metropolitana. Aber in dieser U-Bahn-Station stand ein Mann. Ma nella metropolitana ci fu un uomo, c'era un uomo. Er war ein Prediger. Lui era un predicatore, un pastore. Und er hatte ein Standbild von Daniel 2 aus Pappmaché. E ha creato, aveva un modello di questa statua di Daniele 2. Und er hat gepredigt. Er hat predicato. Sie werden nicht zusammenkommen.
Essi non si uniranno. Es wird kein geeintes Europa geben. Non ci sarà un'Europa unita. Während gleichzeitig die deutschen Bomber den Eindruck erweckten, es wird es geben. Mentre praticamente i bombardamenti tedeschi dicevano quasi sì, ci sarà un'Unione unita. Menschlich war da keine Hoffnung mehr. Dal punto di vista umano non c'era più speranza. Aber dieser Mann in der U-Bahn-Station kannte das Wort Gottes. Ma quest'uomo nella metropolitana conosceva la parola di Dio. Und er wusste, diese wenigen Verse in Daniel 2 sind stärker als die ganze deutsche Wehrmacht. E sapeva, questi pochi versi nella Bibbia sono più forti di tutte le potenze tedesche. Die Bibel ist vertrauenswürdig. La Bibbia, della Bibbia ci possiamo fidare. Und heute leben wir in Europa 2000 Jahre lang schon in Europa oder 1500 Jahre in Europa. E adesso viviamo in Europa da più di 2000 anni. Und Daniel 2 hat immer noch recht. E Daniele 2 ha sempre ragione. Vor einigen Jahren sah es fast so aus, als würde es nicht mehr stimmen. Un po' di anni fa sembrava quasi che non fosse più vero quello che la Bibbia dice. Europa einte sich. L'Europa si è unita. Scheinbar. Così sembrava. Es gab eine Europäische Union. C'è stata l'Unione Europea. Und wir haben jetzt sogar den Euro. E abbiamo adesso perfino l'euro. Aber ganz ehrlich. Ma detto sinceramente. Sieht es eher nach Einheit oder eher nach Auseinanderdriften aus? Sembra più una unità o più che altro un insieme di Auseinanderdriften. Sì, di Spaltung. Persone che stanno insieme però litigano tra di loro. Europa ist. L'Europa è. Diviso. Divisa. So wie es seit 2600 Jahren in der Bibel steht. Così come 2600 anni fa è stato scritto. Alles das, was uns die Nachrichten und die Fernsehagenturen zeigen. Tutto quello che dicono i telegiornali o i notiziari. Steht in diesem Buch. Sta, era già stato scritto nella Bibbia. Wir wollen zum Ende kommen langsam. Voi vogliamo raggiungere la fine lentamente. Es heißt hier. E dice in Daniele 2: Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird, und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Al tempo di questi re il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni ed esso durerà per sempre. Was kam als letztes? Cosa avvenne? Cosa arrivò alla fine? Der Stein. Una pietra. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss ohne Zutun von Menschenhänden. Mentre guardavi, una pietra si staccò. Erinnern wir uns nochmal an Nebukadnezar. Ricordatevi di Nabucodonosor. Er wollte nicht eine etwas über die Zukunft wissen. Lui non voleva sapere qualche cosa che riguardasse il futuro. Solange man ihm nicht die Vergangenheit erklärte, nicht wahr? Fino a quando qualcuno non le avesse spiegato per primo il passato. Aber er wusste, wenn jemand in der Lage ist, übernatürlicherweise die Vergangenheit zu erklären. Ma sapeva, se qualcuno è in grado, in maniera soprannaturale, di spiegare il passato, dann kann man ihm auch für die Zukunft trauen. Allora sicuramente ci possiamo fidare di questa persona anche per quello che dirà riguardante il futuro. Die Bibel hat die Vergangenheit übernatürlich haargenau vorhergesagt. La Bibbia aveva spiegato il passato in maniera soprannaturale. Und deswegen vertraue ich der Bibel auch für das letzte noch fehlende Stück, das in der Zukunft liegt. Per questo io ho fiducia nella Bibbia per tutto quello che dice, anche per il più piccolo, per la più piccola parola scritta che riguarda il futuro. Was wird das sein? Che cosa sarà? Was symbolisiert der Stein? Che cosa simboleggia? Die Bibel ist ganz einfach. La pietra. Der Fels aber war Christus. La Bibbia lo dice. Questa roccia era Cristo. Jesus Christus. Gesù Cristo. Kommt. Viene. Um sein Reich aufzurichten. Per creare il suo regno. Die Bibel sagt. La Bibbia dice. In Offenbarung 19, Vers 11. In Apocalisse 19, versetto 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava fedele veritiero, perché giudica e combatte con giustizia.
Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Era vestito di una veste tinta di sangue, il suo nome è la parola di Dio. Und er trägt an seinem Gewand unter seiner Hüfte den Namen geschrieben König der Könige und Herr der Herren. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome, Re dei Re, Signore dei Signori. Genauso sicher wie Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und Europa auf die Weltbühne kamen. Così come possiamo essere sicuri e siamo certi del fatto che Roma, i Medio-Persiani, la Grecia e Roma sono accaduti, sono veramente esistiti in questo mondo. Genauso sicher wird Jesus Christus wiederkommen. Nella stessa maniera possiamo essere così certi che Gesù verrà di nuovo su questa terra. Die Bibel sagt. La Bibbia dice. Und das ist die große Frage, das ist die allerletzte Frage für heute Abend. E questa è la domanda più grande che forse oggi ci possiamo porre. Ja, wann soll denn das geschehen? Okay, ma quando avverrà tutto questo? Da warten auch die Christen schon seit 2000 Jahren drauf, oder? Questo lo aspettano i cristiani da 200? 2000. Da 2000 anni. Und die Jünger hatten schon die gleiche Frage. E anche i discepoli avevano già allora la stessa domanda. Sie haben gesagt, wann? Quando? Avevano detto, hanno detto quando? Was wird das Zeichen seiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Wann erfüllt sich dieser letzte Teil von Daniel 2? Quando si realizzerà quest'ultima parte di Daniele 2? Jesus sagt, habt acht. Gesù dice, viele werden euch verführen. Molti vi sedurranno. Deswegen dürfen wir auf keinen Menschen allein uns bauen. Per questo non ci dobbiamo fidare di nessun uomo. Sondern allein auf das, was über Jahrtausende Bestand hat. Ma soltanto di quello che è sicuro da anni, da mille anni. Das Wort Gottes, das durch die Geschichte bewiesen wird. La parola di Dio è stata provata, confermata dalla storia. Jesus sagt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Gesù dice, voi udrete parlare di guerre, di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la Und fine. Jetzt haben wir das fehlende Puzzlestück, denn all die Dinge, die Krisen, die wir sehen, passen letztendlich in die einfache Abfolge von Daniel 2. E proprio adesso abbiamo questo tassello mancante, quello che ci mancava per poter capire tutta questa storia che abbiamo costruito nel tempo. Es sind Zeichen, dass sich Daniel 2 dem Ende nähert. Questi sono segni che fanno, ci fanno raggiungere, ci fanno arrivare sempre più vicini alla conclusione di Daniele 2. Jesus geht weiter und sagt, Gesù continua e dice, da werden Hungersnöte sein und Seuchen und Erdbeben. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Und dann sagt er etwas Interessantes. E poi dice qualcosa di molto interessante. Er sagt, das ist der Anfang der Wehen. Questo è soltanto il principio dei dolori. Wer von uns hat ein Kind bekommen? Also ich nicht. Chi di voi ha un bambino, ha un figlio? Lui non ce l'ha, non può alzare la mano per questo. Was ist das Besondere an Wehen? Che cos'è la cosa particolare quando uno ha le doglie? I dolori del parto. Was ist das Besondere an Wehen? Che cos'è la cosa particolare in questo momento? Il dolore, Schmerz. Schmerz, okay. Werden sie langsamer oder schneller? Diventano sempre più lenti o sempre più veloci? Sie fangen langsam an und werden dann immer schneller. Loro iniziano lentamente, però diventano sempre, sempre più frequenti. Und nicht nur schneller, sondern intensiver. Non soltanto più frequenti, ma anche più intensi. Erinnern Sie sich, dass ich Ihnen erzählt habe, dass vor 100 Jahren ein Erdbeben alle 10 Jahre stattfand? Io vi ho già detto all'inizio che 100 anni fa praticamente c'era un terremoto ogni 10 anni. Und heute alle paar Wochen? E oggi praticamente ogni settimana, ogni due settimane. Ja, Naturkatastrophen gab es immer. Sì, è vero, ci sono sempre state le catastrofi naturali. Aber sie werden immer schneller und immer intensiver. Ma diventeranno sempre più frequenti e sempre più intense. Es gab schon immer Kriege. C'è sempre stata la guerra. Aber in den letzten Jahrzehnten wurden sie immer heftiger und schneller. Ma negli ultimi anni le abbiamo vissute sempre più intense. Und die Frage ist, wie schnell kann es noch werden? E la domanda è quanto più frequenti possono ancora diventare. Denn jeder, der ein Kind bekommen hat, weiß, es gibt den Punkt, da geht es nicht mehr zurück. Perché c'è un ognuno che le donne che hanno ricevuto un bambino sanno c'è un punto in cui arriva la fine e non, a quel punto lì non si torna più indietro. Die Bibel sagt, la Bibbia dice dass die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird.
che l'iniquità aumenterà. Und die Liebe in vielen erkaltet. E l'amore dei più si raffredderà. Und wenn wir heute in die Gesellschaft hinausschauen, dann sehen wir, dass die Menschen sich um nichts mehr scheren und ganz oft die Liebe untereinander erkaltet. Se noi adesso guardiamo nella società, vediamo che la gente tra di loro è molto, si fa guerra tra di loro e manca l'amore. Aber dann kommt das eine Zeichen, von dem wir wissen können, dann kommt Jesus wieder. Però a un certo punto arriverà il segno, grazie al quale noi sappiamo, allora verrà Gesù Cristo. Die Bibel sagt, la Bibbia dice, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo. Zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Allora verrà la fine. Es wird kommen. Verrà. Niemand soll sagen, seit 2000 Jahren warten die Christen, es wird sowieso nie passieren. Nessuno deve dire, oh ma sì, da 2000 anni i cristiani aspettano il ritorno di Gesù, sicuramente non avverrà mai. Die Bibel sagt nicht, Jesus kommt wieder. La Bibbia non dice semplicemente Gesù sta per tornare. Die Bibel sagt, Jesus kommt wieder, wenn alle Menschen das Evangelium gehört haben. La Bibbia dice Gesù tornerà quando tutte le persone avranno sentito parlare dell'Evangelo. Das ist eine Bedingung. Questa è una condizione. Und wenn die Bedingung erfüllt sein wird? E quando la condizione sarà esaudita? Dann kommt Jesus genauso sicher wieder. Allora verrà sicuramente Gesù. Genauso sicher wie Babylon kam. Così sicuramente come è appunto giunta ed è venuta Babilonia. Und Medo-Persien und Griechenland und Rom und Europa. Così come ci fu anche i Medo-Persiani, la Grecia, Roma e l'Europa. Und ein kleines Geheimnis. È un piccolo segreto. Mit den heutigen technischen Möglichkeiten. Con le grandi possibilità tecniche che oggi ci sono. Lässt sich diese Bedingung. Questa condizione ganz schnell erfüllen. Sicuramente sarà possibile in un tempo brevissimo. Und es passiert, jetzt während wir sprechen. E questo succede proprio mentre noi ne stiamo parlando. Niemals zuvor ist das Evangelium so schnell in aller Welt verkündigt worden. Non c'è mai stato, mai fino adesso, und è stato predicato l'Evangelo così velocemente come ora. Und was ich persönlich glaube? È quello che io penso personalmente. Gemäß der biblischen Prophetie? In accordo con quello che dice la Bibbia. Jesus kommt bald. Gesù torna presto. Unser letzter Vers für heute Abend. Il nostro ultimo versetto per oggi. Wenn wir all diese Krisen sehen. Quando noi vediamo tutte queste crisi. Unser Thema ist ja Wohlbefinden für den Geist. Il nostro tema è benessere spirituale. Jesus sagt uns in all diesen Krisen. Gesù ci dice in tutta questa crisi. Euer Herz erschrecke nicht. Il vostro cuore non sia turbato. Die Bibel sagt uns das nicht, um Angst zu machen. La Bibbia non ce lo dice per farci paura. Ganz im Gegenteil. Proprio il contrario. Sondern die Bibel sagt uns diese Dinge, damit wir die Angst machen Dinge verstehen können. La Bibbia ce lo dice affinché tutte queste cose che ci possano fare paura in realtà possano essere comprese da noi. Und verstehen können die Kriege, Naturkatastrophen, Krisen, sie machen einen Sinn. E noi possiamo capire, ok, le catastrofi naturali, la crisi, le guerre hanno un senso. Es ist vorhergesagt. È detto già precedentemente, è stato predetto. Und das Wort Gottes ist vertrauenswürdig. E la parola di Dio è affidabile. Ich brauche keine Angst haben für die Zukunft. Io non ho paura più del futuro. Wenn ich an Gott glaube und an Jesus glaube. Se io credo in Dio e in Gesù. Er sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Gesù dice, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Se no, ve lo avrei detto. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Io vado a prepararvi un luogo. Und wenn ich hingehe. E quando sarò andato. Und euch, und damit meint Jesus auch dich und mich. E vi avrò preparato un luogo. E con questo, Gesù, questo voi, intende anche te e me. Euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder. Tornerò, dopo avervi preparato un luogo, tornerò. Und werde euch zu mir nehmen. E vi accoglierò presso di me. Damit auch ihr seid, wo ich bin. Affinché anche voi siate dove sono io. Meine Frage heute. La mia domanda oggi.
Abend ist ganz einfach. Stasera è molto semplice. Wir haben heute viel gehört. Abbiamo sentito tanto, abbiamo molte informazioni. Und ich glaube, um echtes geistliches Wohlbefinden zu haben, e io penso che per avere davvero un benessere spirituale, muss man auch die Krisen der Welt einordnen können. Dobbiamo anche capire l'ordine e il perché di tutta questa crisi mondiale. Wir haben gesehen, die Nachrichtenfrau und der Zeitungsjournalist können uns dabei nicht ganz wirklich helfen. Noi abbiamo visto che purtroppo tutti i notiziari e quello che dicono i giornalisti non ci possono aiutare concretamente. Aber die Bibel kann. Però la Bibbia può. Die Bibel kann uns eine vertrauenswürdige Antwort geben, die geschichtlich bewiesen ist. La Bibbia ci può dare una risposta affidabile, che è stata approvata anche storicamente. Meine Frage heute ist, la mia domanda oggi è, wollen Sie, vuoi tu, der Bibel vertrauen? Avere fiducia nella Bibbia? Die Bibel als Gottes Lösung annehmen? Avere, prendere la Bibbia come risposta, come soluzione divina? Vielleicht einfach es mal mit der Bibel versuchen. Semplicemente provate una volta con einfach la Bibbia. Einfach mal nach Hause zu gehen und die Bibel vom Schrank zu nehmen. Semplicemente andare a casa e prendere fuori la Bibbia dallo scaffale. Vielleicht den Staub abzuwischen. Forse togliere un pochino di polvere. Und selbst einmal zu lesen. E da soli, con la propria mente, leggere. Und nicht darauf zu warten, dass irgendein Guru mir es erklärt. E non aspettare che qualsiasi altro libro mi possa spiegare la Bibbia. Sondern zu sehen, wie die Bibel mir in meinen persönlichen Krisen helfen kann. Ma vedere come la Bibbia nella mia crisi personale mi può aiutare. Es gibt heute viele, viele Probleme in der Welt. Ci sono tantissimi problemi oggi nel mondo. Und morgen Abend. E domani sera werden wir die wichtigste aller Fragen beantworten. Risponderemo alla domanda più importante che ci sia. Wenn es einen lieben Gott gibt, e c'è un Dio di amore. Warum gibt es Böses? Perché c'è il male? Seit ich denken kann, kriege ich diese Frage auf den Kopf zugesagt. Seit ich denken kann, seit ich klein bin, stellen mir Leute diese Frage. Ah, da sempre queste le persone mi chiedono, mi fanno questa domanda. Und morgen Abend werden Sie eine Antwort aus der Bibel hören, die Sie vielleicht noch niemals gehört haben. E domani avrete una risposta dalla Bibbia che forse non avete mai sentito in vita vostra. Deswegen egal was Sie morgen Abend vorhaben. Per questo, non importa che cosa avete domani, cosa avete programmato per domani. Streichen Sie es. Però toglietelo dall'agenda. Sie müssen unbedingt morgen Abend wieder hier sein. Dovete assolutamente venire domani qui. Und vielleicht können Sie dann Ihre eigene Bibel mitbringen. E potete portare anche la vostra Bibbia. Und nachlesen, ob das auch stimmt, was der da vorne erzählt. E leggere veramente con i propri occhi se è veramente così quello che viene detto qui davanti. Denn mein Ziel ist nicht, dass Sie hier rausgehen und sagen, ah, das war interessant. E perché il mio scopo non è quello che voi quando uscite di qua pensate, sì, è stato interessante quello che è stato detto. Mein Ziel ist, dass Sie nach Hause gehen. Il mio scopo, il proposito è quello che voi andiate a casa. Und sagen, ich möchte Gottes Wort für mich annehmen. E dite sì, io voglio accettare la parola di Dio per me. Ich will verständiger sein als alle meine Lehrer. Io voglio diventare, voglio avere più conoscenza rispetto a tutti i maestri. Wer von Ihnen möchte das tun? Chi di voi vuole fare proprio questo? Und sagen, ich möchte das tun. E vuole, dice, io voglio fare questo. Amen. Amen. Wir wollen ganz kurz ein ganz kurzes Gebet haben. Sie können sitzen bleiben und ich werde ganz kurzes Gebet sprechen. Vogliamo adesso fare una breve preghiera. Potete rimanere seduti. Lieber Vater im Himmel. Caro Padre del cielo. Wir danken dir für das, was wir lernen durften. Noi ti ringraziamo per quello che abbiamo potuto imparare. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst. E noi ti chiediamo che tu ci possa aiutare. Dass wir aus deinem Wort lernen dürfen. A capire e imparare ancora di più dalla tua Bibbia. Und diese gleiche Erfahrung machen wie Daniel. E fare la stessa esperienza di Daniele. Segnet uns jetzt auch auf dem Nachhauseweg. Aiutaci anche e benedicici mentre torniamo a casa. Und führe uns morgen Abend wieder gesund hier zusammen. E guidaci qui di nuovo in salute domani sera. Amen. Amen. Amen.